Ja, huhu, hier wieder beim Koali in der Secret World. Wir sind in Transsilvanien und ich bin nicht alleine hier, Gott sei Dank. Ich habe mit den Lesrak Dark, wie immer. Hi. Und jemand Neues. Eine Frau Witch Drum. Na, so neu ist er nicht von der Stimme her. Aber hi. Ja. Terra May. Genau. Und hat sich extra einen Charakter hochgezogen, der auf dem Stand von Eukalypta ist. So loyal bin ich. Oh Gott, ich muss noch was trinken. Hey, Hey. Guten Durst. Dachte, jetzt Danke. kommt sowas, so lullt er mich ein. Außerdem haben wir ein Katzenproblem, wie ihr seht, ja. Aber gut. Meine hat auch einen Passt dir zu Namen. deiner Stimme, ne? So Ja, verschnupft, wie du bist. ich bin immer noch krank, aber ich versuche nicht zu viel zu husten. Also jetzt schon mal im Vorfeld, Entschuldigung, falls ich gleich zwischendurch husten muss. Wir werden sehen, was es hilft. Gut. Das Problem ist, wir sind jetzt eben hier hingelaufen und ich habe aus Versehen die Cutscene schon mal getriggert, die hier eigentlich kommen sollte. Die kann ich euch jetzt leider auch nicht mehr zeigen, weil die gehörte zu den Story-Missionen und die lassen sich nicht wiederholen. Aber naja, gut. Was machen wir denn heute hier? Ja, mit der Carmen erstmal reden. Quatschen, Also. ne? Ja. Okay, gehen wir mal zur Carmen hin, die ihr Pferd striegelt Ja. und nehmen die oberste Quest mal mit. Direkt muss ich wohl husten. Ist das nicht, was wir machen wollten? Bei einer mittelalterlichen Belagerung mitmachen, wie in alten Zeiten. Die Dörfler sagen, die Mauern von Harba Bureshti hielten gegen die Goldene Horde, die Templer und die Sowjets. Friedlicher Widerstand. Ne nette Idee. Aber unter uns gesagt, das klappt nicht nochmal. Bei Belagerungen werden die Verteidiger doch ausgehungert, oder etwa nicht? Hier verhungern die Belagerer. Ihr Bluthunger treibt sie an. Immer wieder. Sie hören nicht auf. Ein Vampir hat in meiner Heimat Klutschnapoca 30 Leute getötet. Ein Vampir in einer Nacht. Jetzt schläft er unter einem Friedhof mit einer Eisenstange im Schädel. Aber wir haben nicht genug Erde im Kirchhof oder Eisenstangen in den Häusern, um sie alle loszuwerden. So viel steht fest. Sehen Sie, wie die Ghule sich zum Fressen zusammenrotten? Sie riechen die Toten und Verlorenen. Aber noch halten die Mauern. Da, irgendein Heiliger oder ein Wunder meint es gut mit diesem Dorf, sonst wären wir alle längst tot. Darauf sollten wir anstoßen. Coole Tussi auf jeden Fall. Ja, ich mag sie total. Jo. So, wir Was müssen ist das. an der cool? Ach, Lesrak. Nein, sehr ernsthaft. Ihr Ich finde Auftreten, das ihr. Charisma dieser Dame, ja. Genau, Der und dann Akzent. eben noch diese. Ich Ich mag halte den sie für eine russischen Akzent. Ich halte sie für, persönlich für eine Wichtigtuerin. Na gut, gehen wir mal das Dorf betreten. Jupp. So, die Witch Drum hat einen Tank-Skillung, wie man an ihren Lebenspunkten sehen kann. Schauen wir mal, ob das hinhaut, weil der Lessrack ja schon ein bisschen weiter hier im Game ist. Nein, ehrlich? So viel weiter jetzt aber auch nicht. Na, du warst nur schon in Kaidan, so. Ach, Kaidan. Kommen wir auch noch hin, kommen wir auch noch hin. So. Läuft. Also,
Oh, sehr cooler Skill. Jetzt müssen wir das Nest zerstören. Natürlich kommt da was raus. Natürlich. Hört sich auch so. Ja. Einsammeln. Sobald ist ja auch hier das Krampus-Event, hoffentlich. Oder Weihnachts-Event, oder wie auch immer das hier heißt in der Secret World. Das soll morgen anfangen. Ja, ab morgen. Irgendwann, ja. Mal sehen, wie es läuft. Zeige ich euch natürlich auch ein bisschen was vor, wenn ich denn dazu komme. Nicht sterbend im Bett liege. Ich hoffe mal nicht. Ja, hoffe ich auch. Ja, läuft schon ganz gut. Ihr müsst dazu wissen, die Terra, die kann sonst Nahkampf nicht so richtig. Ich habe lange nicht mal Nahkampf gemacht. Verbrennt sie! Wir haben eben schon vorher ein bisschen gesprochen, der Lestrak meinte, er mag Weihnachten nicht. Stimmt ja. Das so? Ja, absolut korrekt. Warum? Gegenfrage, warum sollte ich Weihnachten mögen? So ein schönes Fest mit Familie und so. Ja, wo die Familien vorheucheln, sich zu mögen, obwohl man weiß, dass sie sich gegenseitig hassen. Ich rede von meiner Familie, also ich will damit nichts verallgemeinern. Ach so. Ich verurteile auch niemanden, der Weihnachten mag, nur man braucht mich damit nicht nerven. Ja. Leben und leben lassen. Jedem sein Fetisch, genau. Wir wollen über Fetische reden, okay? Also... Also Weihnachten als Fetisch zu bezeichnen, das ist schon grenzwertig. Ich feiere auch kein Weihnachten, ich feiere das Schulfest. Das was? Schulfest. Was ist denn das? Wir haben jetzt auch schon ein eigenes... Heiden. Die Schulen haben schon ein eigenes Fest? Was? Wow, echt? Bitte? Die Schulen haben schon ein eigenes Fest. Nein, das ist schon viel älter als Christentum. Schwulen sind noch älter als das Christentum. Ja. Wie alt denn? Keine Ahnung, aber es ist jedenfalls älter und daraus ist es eigentlich auch kopiert worden von den Christen. Weil wir haben zwar auch geschmückten Baum und aber bei uns ist es einfach noch ein bisschen anders. Wir feiern schon am 21. und nicht am 24. und 26. und gibt's bei uns nicht. Okay. Und höchst interessant. Ja. Nee. Da müsste ich meine Kitty Cat, aber... Wo ist denn die? Ah, da ist sie. Hier gibt's da Türen. Ja. Das ist Lego. Lestrak fängt wieder an, allen möglichen Dingen und Kreaturen Namen zu geben. Fifi, Otto, Georg. Ja, ich sorge mit Sicherheit Rosalinde. Für ein Viertel der Klicks. Ja, deine eigenen Klicks. Aber immerhin Klicks. Ja. 4 Klicks. Einmal von Lestrak, einer von mir, einer von Witchdrum und einer von Vilandesch. Schöne Grüße. Und Terra. Oder wie der heißt. Terra, okay, ich muss Terra sagen. Hirnschiss war doch auch dabei, oder nicht? Genau, ja, manchmal. Auch da, schöne Grüße. Herr Schiss, jetzt wird der ganze Fame abgegriffen. Die YouTuber reden nur von dir. Ja, das ganze YouTube-Money hier, ne? Wie geht's eigentlich? Hast du schon wieder ein paar neue Yachten gekauft? Du hast ja gedacht, die alte ist nicht so angenehm. Ja, ich hab mir gedacht, so verbrenne ich lieber. Da kommen da noch Flüchtlinge drauf oder so. What? Und das jetzt zur Weihnachtszeit. Wie war das nochmal? Ja, ja. Aber lästert ihr nur. Flüchtlingsthematik ist eh was, wo ich mich absolut von fernhalte. Da
Das kannst du? Wie schaffst du das? Ich rede mit Menschen nicht mehr. Okay. Du auch nicht? Ja. Niemand redet mehr mit Menschen. In Wirklichkeit sind wir alle auch keine Menschen, sondern einfach nur Programme. Du bist ein Koala. Pixel, yay. Alexia Feliday. Also jetzt erstmal, du bist ein Koala, Koali. Und Harris, Fleisch. Ich unterhalte mich mit Menschen. Was? Was bist du? Also, ich? Was ist sie? Fleischig? naja. Ist ja auch egal. Nee, das will ich jetzt auch mal wissen. Was meinst du jetzt mit fleischig? Ich habe gesagt, du bist ein Stück Fleisch. Ja, nee, ist klar. Ja, froh, dass ich hier gerade schwer am Schuften bin. Gleich eine Runde PvP? Ja. Aufs Maul. Aber nur, wenn du den Charakter benutzt. Ja, dann zieh die aus. Ihr habt es alle gehört. Ihr habt es alle gehört. Seht ihr? Leute, ich würde sowas missverstehen. Dann stehe ich nackt vor denen und dann sagen die sowas wie, sexuelle Belästigung. Aber erst sagen, dass ich mich ausziehen soll. Ich darf nicht lachen. Mach nicht sowas mir bei so einer blöden Quest, wo man so abwarten muss und dann, wenn der blöde Boss kommt, dann ist der auch noch so, dass ich... Skar, da kommt etwas Großes. Ja, sage ich ja, da ist er ja. Yay. Perfekt. Loot. Yay. Was gibt's denn da? Eine Waffe. Nee, das ist ein Hammer. Ja, Trefferwertung durch Trennung. Nee, ist nicht so gut. Ich leide. Ich hab Männergrippe. Männergrippe? Und meine Freundin heute gesagt, ich leide an Männergrippe. Cutscene! Hallo, bitte nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen was zu trinken bringen? Nur zu, setzen Sie sich. Ich glaube, unsere Gäste erhalten ihre Nahrung aus arkaneren Wassern, Lady Sophie. Soll das heißen, Sie trinken kein Bier? Es geht aufs Haus, solange der Vorrat reicht. Bitte verzeihen Sie dem Hirschkopf. Er ist nicht in bester Laune. Der Arme, er hat Heim und Herd verloren. Heim, Herd, Königreich, den Wald. Das alles erlag Parasiten, dem Schmutz. Unsere Welt gerät aus den Fugen. Das Ende bricht über uns herein. Du trinkst nichts mehr, Schatz. Es macht dich melancholisch und das brauchen wir jetzt nicht. Nicht, wenn du bei der Anzeige helfen sollst. Ihre Haut leuchtet, rein und weiß, wie einst der Winter über Arkadien. Sie ist Eva, entsprungen der Erde, nicht dem Manne. Prall wie ein reifer Apfel, ertragreich und fruchtbar. Prall? Fruchtbar? Oh, vielen Dank, das verschreckt die Männer nur, Schatz. Er bemüht sich. Es ist eine Ablenkung, für mich auch, mangels besserer und schönerer Tage. Ich will hier weg, eines Tages. Selbst wenn ich jetzt weg könnte, bliebe ich. Seine Art. Sie brauchen uns, um zu glauben, sich zu erinnern, zu kämpfen. Sie haben nur noch das. Diese Felder und Wälder und Berge, sie können nirgendwo hin. Die Welt da draußen ist nichts für sie. Das wird bald nicht mehr sein. Mein Volk verlässt unser heiliges Land. Zurück bleiben nur die Toten und die sich ausbreitende Krankheit. Die Macht des Waldes schwindet dahin und ein Schatten legt sich über uns alle. Das hier war immer ein besonderer Ort. Ein Ort mit starker Magie. Ich laufe mit den Feen, seit ich laufen kann.
und das Waldvolk hat uns beschützt, solange wir sein Land in Ruhe ließen. Das war Gesetz. Die Strigoi, die Blutsauger, sie missachten das Gesetz. Es steckt eine dunkle und unendlich böse Macht hinter dieser Belagerung. Es ist eine List, die verbirgt, dass eine Maschine wieder anläuft. Das weckt Erinnerungen an dunkle Zeiten vor zahllosen Jahren und an jene, die sich gegen die endlose Nacht erhoben haben. Der Drache, der Adler, die Eule. Oh, die Geschichte kenne ich von meiner Mama. Sie hat ein wunderschönes Lied gesungen. La 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 la. Ich fürchte, ich könnte es auf Deutsch nicht singen. Wenn Karaoke ist, höre ich nur zu. Das finden alle okay. Die Mächte der Finsternis sind stark wie nie. Und ihre Drache sind geschwächt durch Verbitterung und durch die Umarmung des Grabes. Wie viele ihr auch sein mögt, mit eurer modernen Magie und euren Stahlwaffen, ihr könnt dieses Böse nicht besiegen. Nicht ohne ihre Hilfe. Die Eule, der Adler und der Drache? Die Drachen sind schon lange tot. Adler gibt es jede Menge oben in den Bergen, aber nicht hier. Aber Eulen habe ich schon gesehen. Eine davon sehe ich sogar öfters hier im Dorf. Sie heult mich an. Bestimmt eine freundliche Eule. Und? Was hast du bis jetzt? Ihr Busen weich wie... Oh, Schatz, deinen Krug fühle ich bestimmt nicht noch einmal. Ja. Er hat Busen geschrieben. Der Typ ist schlimmer wie ich. Meinst aber du? Nur, wenn er was getrunken hat. Ja. Das mag sein. Trotzdem okay. Schlimmer wie ich. Ich meine, ich spreche auch nicht alles aus, was ich denke. Suchen wir erstmal nach der Eule oder nehmen wir hier schon was mit? Wie du magst. Also ich nehme schon mal, ich klicke schon mal da das. Das Buch? An. Auch wenn das nicht irgendwie von Nutzen ist, scheinbar. Nö. Ach, so lange war ich nicht mehr hier wegen der Story Quest. Damals, weißt du noch. ja, such mal nach der Eule. Ja, die ist sowieso goldig. Ich mag die Art von ihr, das ist so richtig zum Knuddeln. Hier gibt's kleine Trolle. Oder was auch immer das ist. Das ist rassistisch. Das sind wieso? Das sind minderwertige Lebewesen. Aber der war doch da oben drauf. Trolle? Genau. Ja, da sitzt du doch. Hinterher! Los, Lessag, flieg! Geht nicht, nicht ganz aufgeladen. Einmal mit Profis. Aber mindestens. Dann solltest du nie wieder mit mir unterwegs sein. Du hast da was gezogen. Doch, auf dem Baumstamm. Yay! Ich muss Terror retten. Rettet das Fleisch. Hey! Verzeihung, ich meine, rettet die Gentefleisch? Ey! Ja, was? Komm du mir mal ins PvP. Flieg, kleine Eule, flieg. Und ehrlich, ich bin im PvP schon so oft draufgegangen, das kratzt mich nicht mal. Ja, aber nicht durch mich. Du bist gerade dran vorbei, Eukalypta, Koali. Ja, wo ich stehe. Flieg, kleine Eule. Ich erinnere mich nicht mehr an die Quests, hab sie besser im Blick wie ihr. Gib nicht so an. Aufgehalten. Warum nicht? Mach ich gerne. Die hüpft schön dabei. Wer? Wuffis!
öfter verdenken. Was? Tara, hast du es jetzt eigentlich geschafft? Was? In dem Spiel ein Werwolf zu werden. Nein. Ja, ich habe auch noch nicht geschafft, ein Vampir zu werden. Boah, die Vampire hier sind, na gut, wir haben noch jetzt im Ingame hier noch keinen gesehen, aber an die Zuschauer wartet ab, die finde ich nicht so besonders gelungen. Ja, ich auch nicht. Ist ich ein Twilight-Fan oder was? Nein, um Gottes Willen. Team Jacob. Ja. Nein, Team gar nichts. Team gar nichts. Team die Frau, ne? Da sind doch Vampire, guck mal. Kommt her. Ich muss persönlich sagen, die Idee mit dem Ganzkörper-Outfit finde ich gut. Ja. Das ist doch die Frage, die sich alle schon immer gestellt haben, die Vampir-Fans sind. Hilft ein Ganzkörper-Outfit bei Vampiren wirklich gegen die Sonne? Kommt drauf an, in welchem Universum du spielst, halt, ne? Masquerade? Masquerade hilft's nicht, denke ich. True Blood? Ich glaube, da hat's geholfen, ja. Video. Video, so. Sie sind mir gefolgt. Darf ich fragen, warum? Schon gut, schon gut. Ich weiß, warum Sie hier sind. Kennen Sie sich mit diesem Pewtern aus? Er macht nicht, was ich von ihm will. Auch ein verschrumpelter Apfel kann innen frisch sein. Als ich geboren wurde, hatten wir Wundermaschinen, gegen die das hier ein Steinzeitwerkzeug ist. Und sie waren auch viel einfacher zu bedienen. Nein, 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 lassen Sie nur. Ich kriege es schon noch raus. Und Sie müssen sich um wichtigere Dinge kümmern. Ja, ich bin die Eule, nach der Sie suchen. Aber ich fürchte, ich habe nicht viele Antworten für Sie. Ich werde Ihnen dasselbe erzählen wie den anderen. Das alles ist schon einmal geschehen. Oh ja. Es war Vlad, der Mara besiegt hat. Die Vampirkönigin. Wie, kann ich nicht sagen, weil er seit einem halben Jahrtausend tot ist. Und er es mir nicht sagen wollte. Aber er hat mir etwas von sich hinterlassen. Ich nehme an, er hat ein Stück von sich selbst zurückgelassen. Und ich nehme auch an, dass sie seine Hilfe brauchen werden, um Mara zu besiegen. Ich habe den Mann nie richtig verstanden. Er ist eben ein Mensch. Und ich nicht. Es ist für jemanden wie Sie gedacht. Jemanden, der sich ihr stellen kann. Ich habe es 500 Jahre lang gehütet. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Vlad hat noch mehr hinterlassen. Ich rede von seinem Vermächtnis, seiner kleinen Armee. Die Draculeschti haben in den 5 Jahrhunderten seit seinem Tod viel gelitten, aber sie sind noch da. Vor kurzem sind sie sogar zurückgekehrt. Ich habe sie im Wald gesehen. Das zauberhafte Mädchen, das die Vampire mit dem Fernglas beobachtet, und der stramme Zirkusbursche. Aber der, mit dem sie unbedingt sprechen müssen, ist Milosch, ihr König. Er hat seine Aufwartung gemacht, als die Draculeschti eintraf. Das gefällt mir. Obwohl er zu viel redet und zu laut ist. Eine Eigenschaft, die sie nicht haben, erfreulicherweise. Wenn jemand weiß, was Vlad Dracula für Maras unvermeidliche Wiedergeburt vorhatte, dann die Draculeschti. Die Nachricht von ihrer Rückkehr ist beunruhigend. Sie kündigt etwas Finsteres an. Es liegt große Macht in diesen Bergen und Mara sucht danach. Es ging bei ihr nie um das, was man an der Oberfläche sah. Und ich glaube, dieser Vampir-Kreuzzug ist eher ein Vampir-Verwirrspiel.
Aber das tut nichts zur Sache. Zunächst sollten Sie sich mit diesem Ding beschäftigen. Jemand muss es tun. Gehen Sie. Ich werde versuchen, diesen Pewter dazu zu bringen, mir zu gehorchen. Goldig. Pewter. Okay, hier gibt's zwei Quests. Eine ist so sperrt, aber nehmen die oberste mal an, oder? Okay. Man möchte meinen, eine nette alte Dame wie ich hätte keine Feinde. Nun, wenn man so lange auf der Welt ist wie ich, kommen schon ein paar zusammen. Die meisten sind längst tot. Einige sind unglücklicherweise genauso langlebig wie ich. Bitte lächeln. Warum zeigt dieses kleine Rad auf Makro? Ich kann irgendwie nichts scharf stellen. Die Holo-Bildmacher aus dem dritten Zeitalter waren viel einfacher zu bedienen. Für die Vampirkönigin bin ich entweder bedrohlich oder lästig. Ich weiß nicht was von beidem, aber sie will mich loswerden. Ich wollte besonders lästig sein und ihr ein Foto schicken. Naja, eine rasche Flucht ist immer möglich. Aber ich werde hier gebraucht. Ich beschütze mehr als meinen Baum vor Liliths Kindern. Wenn ich fliehe, fallen sie binnen kurzer Zeit alle und das würde überall Probleme verursachen. Sie erleichtern ihnen das Leben, indem sie sich an einem Ort versammeln. Genau das, was wir für einen Präventivschlag benötigen. Und vielleicht treibe ich noch ein anderes Gerät auf, um ihren Triumph festzuhalten. Sie will mich. Ja, die hat die ganze Zeit auf den Bauch gestarrt. Habt ihr das nicht gesehen? Ja, wer weiß. So, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wer denn da die Feinde sind, von der wir sie beschützen müssen. Bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ich sag schon mal Tschüss und dann dürft ihr auch Tschüss sagen. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Das war kurz, aber knackig.